So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Was seid ihr denn jetzt? Ihr habt auch was. Oh, hier sind Leute. 50 Meter, was erwartet uns hier? Mein Schatz. Aha. Aha, aha. Eine Höhle. Schlangen, ich denke die ganze Zeit an Schlangen. Das ist auch schon. Da oben können wir uns einen Ausguck ansehen. So, das ist Kerke. Okay, dann gehen wir mal langsam los. Erstmal dahin. Das scheint ein friedlicher Ort zu sein hier. Ui. So viel dazu. Halt! Bleib stehen! Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Die Straße, ihr Narren!
Hey! Das war's! Stirb! Uiuiui! Ui, ui. Ausgehalten! Lagerhaus der Toparchen. Geplündert. Ui. Ach, guck an, hier ist unser Kumpel. Na endlich! Du kommst beinahe zu spät. Ein Informant hat mir gesagt, dass gerade eben eine Lieferung mit Waffen verschwunden ist. Wenn wir uns beeilen, profitieren wir beide. Los! So, und wo? 2400 Meter. So, ein Radarbrett. Du bist selbst schuld. Du hast Opium vor uns versteckt. Was dachtest du, was der Kommandant... Genug. Gut, ihr könnt weitermachen. Aber wir behalten das Mädchen. Irgendwelche weiteren Probleme und sie verschwindet. Mhm. Brauchst du Hilfe? Ein Magi. Ich bin Merit Ma'at, das Oberhaupt des Dorfes. Ach, mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Mittelsmänner für Ptolemäus' Soldaten. Ich habe eine Abmachung mit ihrem Kommandanten. Opium und Honig für den Schutz des Dorfes. Er ist derjenige, um den wir uns sorgen müssen. Haben Sie eine Geisel genommen? Ha. Genau wie die Magi von früher. Wenn du ein Held sein willst, sie haben sie ins nahegelegene Militärlager gebracht. Wenn sie noch lebt, findest du sie da. Ich komme bald mit ihr zurück, Merit Ma'at. Dann kannst du entscheiden, ob ich ein Held bin. Okay, aber ich muss jetzt diese Premium-Mission dort hinten machen. Wo ist denn... Eieieiei. Haben wir aber ganz schön nah Besuch. Okay. Anderer Plan. Wir machen erstmal das hier. Und das wird jetzt gleich auch richtig spannend, weil hier ist ja irgendwo unser Freund. Der macht gerade nichts. Er steht dort rum. Am Boden, Alter. Dood. Noch ein Schlüssel. So wie der erste. Wie viele Phylakes haben solche? Todessturm. Das ist ein cooler Name für einen Bogen. Kann ich mal gucken. Shit. Es war besser.
Oder brennen die Gegner? Und das glaube ich. Das ist nicht gut. Aha, aha. Aus dem Weg! Tod bestätigt habe ich ja schon, ja. Ach, Scheiße. So, also als erstes, weil wir machen ja gleich alles clear. Müssen wir die Alarmanlage ausschalten. Gute Feste hier. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey, was? Komm. Oh, ich dachte jetzt, was ist jetzt los? Okay, so. Nah. Uns überrumpelt heute nichts. Was? Hey, komm! Wow. Ja, ich habe sie gesehen.
Gut. Jetzt ist alles clear. Und hier noch ein Schiff. Oder hinten erst. Geht es dir gut? Du wurdest betäubt. Ja, danke. Ich... Götter, der Kommandant wollte mich auf das nächste Opiumschiff setzen. Mich irgendwo hinschicken. Weit weg. Der Kommandant? Weißt du, wo er ist? Ich glaube, er hat sein Lager auf einem Schiff verlassen. Mehr weiß ich leider nicht. Es tut mir leid. Alles klar. Geh du jetzt zu Merit Maat. Und lass dich von keinem Soldaten sehen. Ich sollte auch zu Merit Maat zurück. Ich muss mit ihr über den Kommandanten sprechen. Magi, du hast das Mädchen befreit? Ja. Der Kommandant war nicht im Lager. Aber das ändert auch nichts. Sag mir, was du weißt. Mit den Soldaten und den Mittelsmännern komme ich klar. Aber der Kommandant, er ist heimtückisch. Ein Mörder. Ich wage es nicht, mich ihm zu stellen. Vor Jahren hat er schon mal eine Geisel genommen. Meine eigene Tochter. Damals hat uns kein Magi gerettet. Er hat sie getötet, um uns gefügig zu halten. Um des Dorfes willen habe ich nichts getan. Ich habe eine Idee, wie wir ihn kriegen könnten. Die Opiumladung fährt den Fluss entlang. Ich folge ihr, finde ihn und beende eure Abmachung. Dann möge Horus deine Klinge leiten, Magi. Versenke sie tief. Sei nicht gütig. Der Kommandant ist so verbrecherisch wie Set. Ist das zustande gekommen? Wir handeln mit Honig und Opium. Güte, die Armee nicht ignorieren konnte. Zuerst haben sie versucht, das Dorf einzunehmen. Einige unserer Männer haben sich gewehrt. Sie wurden als Rebellen und Verräter verfolgt. Die nicht getötet wurden, flohen in den Norden. Ironischerweise schlossen sie sich den Rebellen an. Wir schicken Opium und Geld, so oft es geht. Der Kommandant wurde misstrauisch. Also nahm er noch eine Geisel. Hättest du sie nicht gerettet, wäre sie nun auch tot, denke ich. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Ich verspreche es. Ich habe das Beste daraus gemacht. Bis jetzt konnte ich verhindern, dass noch jemand entführt wurde. Doch wir werden nie frei sein, solange der Kommandant lebt. Okay. Ah, da ist auch schon ein kleines Brötchen für mich. Okay. Wow.
da hinten jetzt eigentlich wieder Wachen, oder? Nö. Diese Zone ist tabu. Warum toleriert der Kommandant Meritma? Süßer Duft liegt in der Luft. Opium. Das ist ein Ladungsverzeichnis. Das Schiff lädt in Memphis ab. Dort finde ich den Kommandanten. Nach Memphis reisen? Wallows. Der Kommandant, der Kiake terrorisiert, ist irgendwo in der Stadt. Vermutlich nahe des Hafens. Autsch, tot. Überlebt, Alter, wie geil ist das denn? Dieser Ort wird schwer bewacht. Die Lieferung ist verspätet. Wenn dieses alte Weib für die Verspätung verantwortlich ist, zerstückel ich die Geisel und schicke ihr die Teile. Sie wird lernen, mir keine Schwierigkeiten. Reiß dir die Eingeweide raus! Oh!
du Scheiße. Hier gibt's Ärger. Hey, zu mir, Brüder. Nein. War eine knappe Kiste. Seltsame Geständnisse. Es ist seltsam, dass ich nun Merit Mars Tochter als meine eigene ansehe. Oh, ich gebe zu, am Anfang hatte ich vor, sie so lange wie nötig als Sicherheit zu behalten und sie dann zu töten. Nichts anderes hätte diese störrische Frau dazu gebracht, mich zu fürchten. Und sie musste mir ganz gefügig sein. Aber als es soweit war, konnte ich es nicht tun. Meine eigene Tochter wäre jetzt so alt. Wäre sie noch am Leben. Es stimmt, dass der Tod eines Kindes einen nie loslässt. Epi wurde zu meinem Trost. Meine einzige Angst ist, dass es herausfindet. Sie würde mich sicher hassen, so nie hinfahren, bla bla, okay. Der mörderische Scheißkerl ist tot. Aber was ist mit Merit Ma'ats Tochter? Sie könnte noch leben. Und zwar hier in Memphis. Sei gegrüßt, Nebet. Bist du die Tochter des Kommandanten? Die bin ich. Kann ich dir helfen? Ich bringe dir sehr seltsame Neuigkeiten. Aber du musst mir glauben. Deine Mutter lebt noch. Meine Mutter? Ich wurde als Kind ausgesetzt. Wie kann das sein? Wer bist du? Du solltest das hier lesen. Lass dir Zeit. Entscheide, was du tust. Deine Mutter ist in Kerke, im Süden. Sie vermisst dich. Wenn du zu ihr zurückkehrst, sag ihr, dass ihr Magi-Freund seine heroische Aufgabe erfüllt hat. Kann ich helfen, Reisender? Auf bald. Okay. Ja, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auch da gleich mal rein. Ne? Das stört mich ein bisschen. Aha. Was ist das? Hm.
Oh oh. Tot. Schlangen sind schon echt eine krasse Kiste, also. Ja. Trotzdem. Müsste das jetzt abgeschlossen sein, gut. Okay. Machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und dann gehen wir dahin und dann machen wir weiter. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten.